So, Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, das letzte Mal, ne, sind wir mit dem Snowboard einen Berg runtergefahren und sind jetzt hier im großen Gletscher. Und zwar, es ist ein Gebiet, was ich ganz ätzend finde. So, und ich meine, genau, guck mal hier, da sehe ich schon mal was. Hier gibt es noch ein paar Items. Gemütskapsel. Okay, das Grüne, da sind nur Fehler. gab es hier auch eine Materia? Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ja, Kämpfe gibt. Und vor allem gibt es hier auch noch ein, Guck mal, jetzt haben wir starke Waffen, wa? Auf jeden Fall gibt es hier auch noch... Bam! Oh, scheiße. Boah, nochmal Critical. Junge! Was ist denn hier los? Dass es hier ein Item gibt, was es auch wirklich, wirklich nur hier gibt und was ich in meinem ersten Run auch echt verpasst habe. Und ich werde auf jeden Fall ganz viel Zeit daran verschwenden, das auf jeden Fall zu bekommen. Es kann auch wirklich sein, dass ich zwischendurch hier mal, das ist sogar sehr hoch die Wahrscheinlichkeit. Ach, jetzt bin ich schon, okay. Jetzt bin ich schon rausgerannt, ist egal. Dass ich hier auf jeden Fall, ich gehe trotzdem nochmal hier rein. Es kann auf jeden Fall sein, dass ich auch zwischendurch mal im Internet schauen muss, was ich genau machen muss. Okay, mehr scheint hier wirklich nicht zu sein. So, und zwar möchte ich jetzt gerne den Raum über rechts über den rechten Dings verlassen, wenn es überhaupt funktioniert. Dann müsste ich theoretisch... Ich habe nämlich die Karte im Kopf. Also ich habe... Was heißt im Kopf? Auf meinen Notizen. Ich habe nämlich eine... Auch die Karte, wo quasi die einzelnen Gebiete auch benannt wurden, was ist. Mit so kleinen Unterkarten und so. Ich hoffe, das hilft mir. Mann, Cloud soll nicht alle töten. Och, Mann. Aber er macht so viel Schaden. Das mag ich an ihm. Finde ich so sexy. Okay, der Feuerball ist irgendwie viel zu weit unten gewesen. Ach ja, Barrett ist schon ein bisschen lowlife, merke ich gerade. Hätte ich mal fast 2000 kriegt. Ist voll geil. So, voll nach rechts. Wie ein Nazi. Ja, wie ein Nazi gehen wir jetzt einfach nach rechts. Habe ich nicht gesagt. Ich kann nicht nach rechts. Okay, ich kann nicht nach rechts. Dann gehe ich halt doch nach unten hier, ganz komisch. Ah, doch, hier kann ich nach rechts. Ah. So, dann... Nee. Ich hoffe, ich bin jetzt den richtigen Weg gegangen. Oh, könnte auch sein, dass ich nach oben müsste. Ach, egal. Wenn... Ach, ist egal, da komme ich auch. Der Weg funktioniert auch. So, und zwar müssen wir auch ein bisschen aufpassen. So viel darf ich schon mal verraten. Doch, ich... Ich bin richtig gegangen, würde ich sagen. So, hier ist nämlich erstmal sehr interessant. Der Weg hier. Mit einem Trank. Ah, schön. Das haben wir schon mal das erste Secret gefunden. Von, keine Ahnung wie viel. Genügend. So, nämlich müssen wir ganz hier um in die Ecke gehen. Was? Okay, ich bin dran vorbeigegangen. Nicht schlecht. Ich bin am Raumwechsel-Trigger vorbeigelaufen. Ah, die Gegner auch. Diese Gegner und diese Karotten-Hasen-Gegner, die wir in der letzten Folge hatten. Boah, Cloud, hör auf, alle zu töten. Ich hasse dich. Die sind es, die uns, ja, viel XP geben, beziehungsweise gegen die wir dann besonders häufig antreten dürfen. Wenn wir dann leveln dürfen. Ne? Weil es sind eigentlich die beiden Gegner, die da auftauchen in dem einen Gebiet, wo ich leveln werde. Es ist nicht, es ist tatsächlich auf der Oberwelt im Schneegebiet, aber da kommen halt die gleichen Gegner. So. Kann ich jetzt bitte meinen Raum wechseln? Hallo? Okay. Ich glaube, ich habe das Spiel gerade kaputt gemacht. Ah, jetzt, mein Gott. So, genau. Und jetzt dürfen wir hier ein Minispielchen machen. Die Überquerung ist der einzige Weg. Es muss sein. Dreh dich in die Richtung, in die du springen willst und drück dann okay. Genau, wenn wir jetzt nämlich raufspringen, dann drehen sich alle... Wir können auf diesen kleinen Dingern nicht... Also, ihr seht diese kleinen Schollen da. Ich mache jetzt bewusst Pause. Das wollte ich euch auch noch erklären. Auf denen können wir nicht stehen. Und immer wenn wir eine große Scholle betreten, drehen sich alle Schollen, die um uns herum sind, einmal um. Das heißt, alle, die um uns herum groß sind, werden klein und alle, die klein sind, werden groß. Ne? Macht Sinn. So, dann springe ich zum Beispiel mal hier rauf. Zack. 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 Okay, das läuft hier irgendwie. Richtung gar nichts. Doch, das läuft aber. Warte mal. Zack. 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 Zack.
Kack. Oh, warte mal. Ne, so. Ja, okay. Meinetwegen auch so. Ah ja, das hat funktioniert. Kann nicht nach rechts, ernsthaft? Ach doch, jetzt. Ha, hat funktioniert. So. Habt ihr verstanden das Prinzip, ne? So, Höhle. Erstmal durchkrabbeln, okay. Mit einem Sicherheitsbit. Das war alles? Ich habe eigentlich noch eine Materie am Kopf. Gut, das kann auch in einer anderen Höhle sein. So, hier kommen Kämpfe. Oh ja, gegen die Viecher da. Die sind auf jeden Fall sehr sexy. Guckt sie euch an. Kalter Atem. Oh. Ja, leider sind die Gegner sehr, sehr böse. Also, jetzt gerade geht's noch. Aber es gibt so einen bestimmten Art von der Gegner. Von der Gegner! Die sehr übel ist. Ihr werdet es schon sehen. Die kann mich auch Liebe machen. Passt auf. Ich weiß nicht, ob die das kann oder ob es ein anderes die Liebe machen kann. Wir werden sehen. Faszination. Oh, doch. Und er rastet völlig aus vor Liebe. Ist ganz lustig. Ich frag mich. Muss wissen. Da war er endlich. Dankeschön. Aua. Yeah. Ich freue mich immer. Ich weiß gar nicht, ob sie die Attacken auch auf Frauen ansetzen kann. Ich schätze beinahe nicht. Komm, töte sie. Bam! Dankeschön. So, achso, und warum ich immer das Pause-Menü anmache? Ja, ich verrate es einfach schon mal. Wir können kollabieren. Und das wird auf jeden Fall auch passieren. Denn es ist arschkalt hier, ne? Das dürfte klar sein. Ich hoffe, ich komme jetzt ohne Probleme wieder zurück. Am besten darüber, wie ich herkam. Oh, mal Kacke. Hab ich selber gemerkt. Oh, oh. Tja, da bin ich einmal untergegangen. Auf jeden Fall ist es arschkalt und wir werden irgendwann zusammenbrechen. Das wird auch passieren. Und deswegen will ich ja immer das Pause-Menü anmachen, damit ich möglichst lange Zeit habe. Zum Verständnis, man ist dann nicht Game Over oder so, ne? Das dürfte hoffentlich klar sein. Ich gehe für den gleichen Weg letztes Mal, merke ich gerade. Ach, scheiße. Ich muss theoretisch den gleichen Weg zurückgehen wie am Anfang, glaube ich. Ich gehe jetzt mal gleich sofort nach rechts. Da kannst du aber nicht her, Leon. Ist mir doch egal. Nein, kann ich gar nicht. Okay, das war der kürzeste Versuch bisher. Oh! Ich habe den Hinweg so gut geschafft, ne? Und jetzt beim Rückweg verkacke ich hier so. Oh boy. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich muss ja, ich habe ja irgendwie nur die Wege gerade. Oh, warte mal, okay. Ich gebe zu, ich habe auch in der Komplettlösung die Lösung hier drin. Wartet mal. Ich wollte sie nicht benutzen, aber muss dann wohl mal sein. So. Also. Schön durchnummeriert hier alles. Dahin. 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 Richtig abwechslungsreich, ey. Holy shit. So, mal kurz die Zettel wieder zusammentun. Ich wollte es eigentlich ungern machen, aber mir ging es gerade auf den Sack. So. Ich kleiner Cheater. So, dann müssen wir gucken, wo wir jetzt weitermachen. Das habe ich mir nämlich selber noch nicht so ganz genau überlegt. Jetzt ist mein Plan, einfach nur irgendwo hin und her zu rennen, in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Das Interessante wird nämlich eine Quelle, die wir finden müssen. Kriegel. Bam, bam. Irgendwie macht sie mir ein bisschen wenig Schaden, wenn ich das mal so sagen darf. Obwohl. Ich mache auch nicht so viel mehr Schaden, ne? Na, passt schon. Bam, bam. 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 Ihr dürft auch mal ein paar Kids kriegen. Ich nehme immer noch mit ihm eine 1. Haben sie beide nicht? Warte mal, bevor ich jetzt. Oh, oh. Doch, hier sind echt beide noch 1. Also nicht, dass ich schon was freigeschaltet hätte, ohne dass ich es mitgekriegt habe.
Also es kann natürlich nicht passieren, wenn man sie nicht im Team hat, aber dass ich einfach wieder unkonzentriert und scheiße war. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Kommen wir erstmal wieder in ein schönes Schneegebietchen. Also es ist überall Schnee, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind wir an diesem Baum. Warte mal. Der einsame Baum. Sind wir hier. Das macht sogar Sinn. Dann muss ich jetzt mal theoretisch von da nach da kommen. Warte mal. Kann ich das in meinen Tweets einsehen? Nach rechts muss ich. Okay. Da müsste ich dann theoretisch in einen coolen Ort kommen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich kann es auch wieder alles verwechseln. Bitte nicht töten. Das wäre nämlich richtig scheiße. Dann müsste ich die ganzen Bombs nochmal machen. Oh oh. Ich bin ein bisschen low, merke ich gerade. Och, er hat sich geheilt. Okay. Bam. Tot. Wow, krass. Was ist mit Barrett gerade los? Ich weiß es nicht genau. Achso, er ist im Berserker-Mode. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das gerade passiert ist, aber ist ja auch eigentlich egal. Oh, Cloud, ich hasse dich. Scheiß Berserker-Mode. Die haben mich in den Berserker-Mode versetzt. Das ist interessant. Alle Level-Bloots. Geil. Wenn wir bald eine Master haben, ne? Ich drehe so durch, ey. Dann sind wir reich. Dann wird aufgelevelt, ey. Dann kann ich mir einfach jede Waffe kaufen, die ich im Scheißspiel finde. Oh mein Gott, immer das Gleiche. Ja, es ist nicht hier Endlosschleife. Wir kommen bald irgendwo an. Und zwar auf einem Berggipfel. Genau. So, jetzt muss ich auch wieder gucken, wo ich jetzt am besten eigentlich hin will. In welchem Gebiet ist denn diese Quelle? Oh Gott, das sind... Allein, ne, dieses Gebiet hat 6 DIN A4 Seiten, die ich ausgedruckt habe von einer Komplettlösung. 6 verfickte Seiten. DIN A4, Schriftgröße 12 ungefähr. Ne? Da habt ihr mal die Vision. So, und zwar bin ich jetzt bei der 7. Richtig? Warte mal, ach, dann habe ich ja den falschen Zettel. Doch nicht den falschen Zettel. Doch, nein. Na, hier, hier. Achso, ich muss natürlich erstmal in die Legende gucken. Ah ja. Nach 11 muss ich und von hier aus komme ich sogar nach 11. Oben links. Oben links muss ich lang. Okay. Ich würde das mal als oben links definieren hier. Weil dann haben wir nämlich schon mal das Schlimmste geschafft eigentlich. Okay. Noch ein bisschen auf dem Bordbällen. Wenn Cloud jetzt kollabiert, ne? Kollabier. Dann raste ich aber komplett aus, ey. Es wird passieren. Ich sehe schon kommen. Geil. Okay, wir sind tatsächlich hier, glaube ich. Ja, genau. Das ist die einzige Stelle, die nicht gefroren ist. Berühren. Eine heiße Quelle. Hat 2 Vorteile. Zum einen dürfen wir jetzt wieder resettet sein, was unsere Ausdauer angeht. Das heißt, wir können wieder etwas länger hier überleben. Und zum anderen hat es etwas getriggert. Denn nur durch dieses Berühren können wir die eine seltene Materie bekommen, die hier irgendwo ist. Wo genau, weiß ich nicht. So, wir dürfen noch bald mal... Ich bin selbst erstaunt, dass wir da noch gar nicht waren. In eine Oberwelt kommen. Ah, okay, das Schneegebiet sieht so aus, als wenn das jetzt in diese Oberwelt führt. Ich hoffe, das ist auch noch auf meinem Zettel hier markiert, alles. Ich weiß es nicht genau. Egal. Wir werden einfach mal alle Hills Richtung abgehen. Boah, ich hasse dich, Cloud, dass du so viel Schaden machst, ne? Ich hasse dich dafür. Nein, ich gebe ihm keine Kills mehr. Ich gönne ihm die jetzt einfach nicht mehr. So sieht es aus hier. Tiefe hat wieder Limit. Geil. Da stehe ich drauf. Auf Frauen mit Limit. So, ja, da sind wir schon. Okay, ich habe es mir gedacht. Schnee, soweit man sehen kann. Ich passe besser auf, wo ich hingehe. Genau, jetzt kriegen wir eine Einweisung wahrscheinlich. Ich werde hier ein Zeichen aufstellen und dann losgehen. Zeichen aufstellen, okay. Genau, jetzt können wir nämlich immer so Punkte setzen, aber immer nur 3 Stück. Und damit können wir so ein bisschen markieren, wo wir hinlaufen. Weil gleich wird etwas passieren. Genau, die Kamera dreht sich.
Was eigentlich auch scheißegal ist, weil man erkennt es am Boden eh. Und, oh mein Gott, ist das wirklich wahr? Ich glaube, es dürfte schon die Höhle sein, wo wir hin... Nee, doch nicht. Materie alle. Okay. Oh ne. Nein, da ist es passiert. Dann hat die heiße Quelle das wohl doch nicht resettet. Na gut. Ist aber nicht schlimm. Ich habe nämlich die heiße Quelle berührt. Ihr könnt mir gar nichts. Bist du wach? Du bist am großen Gletscher zusammengebrochen. Es ist ein Wunder, dass du noch lebst. Ja. Mein Name ist Holzhoff. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach Norden zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Alright. Warum gehen wir nicht alle ins andere Zimmer und setzen uns? Okay. Hast du von denen gehört, die sich an den Felsen gewagt haben? Eigentlich nicht. Einer alten Legende nach ist hier etwas vom Himmel gefallen. Es wird das Leben nach oben geschoben, das Land nach oben geschoben und den Felsen gebildet haben. Vor 30 Jahren nahmen Jamski und ich es mit dem Felsen auf, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Aber wir waren nicht vorbereitet, wir hatten nicht so tiefe Temperaturen gerechnet. Am Felsen pfeift stets ein super kalter Wind. Diese Kälte senkt die Körpertemperatur. Jamski war unterhalb von mir, er durchschnitt sein Seil. Ich hab's nicht mal gemerkt. Seitdem lebe ich hier. Nehme es mit dem Felsen auf, gebe anderen Bergsteigern eine Herberge und warne sie. Wenn du den Felsen ersteigen willst, musst du zwei Maßnahmen ergreifen. Zuerst prüf deine Route. Bei dem Schnee ist der Weg schwer zu finden. Okay, Route prüfen. Nochmal drücken, um Körpertemperatur zu lösen. Aha. Zweitens, wärme dich an den Felsvorsprüngen auf. Verstanden? Yo. Du musst nach dieser Kletterei müde sein. Ruh dich etwas aus, bevor du weiterziehst. So, und jetzt kommt nämlich der Spaß... Okay, es passiert automatisch. Jetzt haben wir nicht den Spaß an der Geschichte. Wir können jetzt theoretisch weitermachen. Wir können einfach nach Norden gehen und dann haben wir quasi. Da geht es dann storytechnisch weiter. Aber dieses Gebiet ist noch längst nicht vorbei. Noch längst nicht. So, erstmal speichern, ja? Erstmal speichern hier. Und zwar auf den Punkt. Vergessene Stadt. Oh Gott. Auf dem Speicherstand lebt der Aeris noch. So, raus hier. Jetzt dürfen wir nämlich genau erstmal wieder eine Einleitung kriegen. Bla 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 bla. Weißt du, ich habe nachgedacht. Was ist? An so einem Ort wird einem erst klar, wie gewaltig die Natur ist. Aber wenn jemand von dir verlangt, hier zu leben, würde ich sagen, er soll sich zum... Aber eins sage ich dir. Wenn ich noch hier leben müsste, würde ich hier einiges ändern und verbessern. Ich hätte mit Gas das genaue Gegenteil. So betrachtet ist Shinra gar nicht so übel. Was sage ich da? Shinra nicht übel? Wir sichern die Strecke. Ihr kommt später. Okay, tschüss. Wir gehen nämlich jetzt nach unten. Nach oben wird Story weitergehen. Und nach unten kommen wir wieder hier hin. Genau, wir sind schon wieder hier. Und jetzt dürfen wir wieder da sein. Genau. Und jetzt sind sie weg. Oh mein Gott. So, immerhin habe ich die Höhle gerade noch vervollständigt. Da kann ich mich ja schon mal nicht beschweren. Jetzt kommt nämlich der Random-Aspekt hier so ein bisschen. Ich bin ja cool. Ich schaffe das auch ohne diese Hilfe-Dinger hier. Ah, warte mal. Das ist, ich gehe trotzdem mal rein. Es dürfte aber die Höhle sein, wo wir eben waren. Richtig? Ja. Okay. Die Gegner sind, glaube ich, kacke, deswegen verschwinde ich. Das sind Roboter im Schnee. Warum auch immer. Boah, 400 Schaden. Junge, bist du krass, ey. So. Jetzt gehen wir nämlich mal nach Osten. Warum nicht? Ab jetzt hört auch so ein bisschen mein Wissen auf. Ich habe keine Ahnung, wo wir am besten lang gehen. Man darf natürlich nur nicht vergessen, hinzugucken. Sonst merkt man nämlich wirklich nicht, wo man gerade war. Ups, ich bin gerade wieder rausgelandet. So. Okay. Wo kommen wir hin, ist hier die Frage. Wir müssen hier auf jeden Fall auch noch eine Stelle finden. Nämlich gibt es ja auch noch eine Materia hier in diesen normalen Schneeregionen, ja. Die wir auch einfach übersehen können. Mann, nervt das. Yeah. Oh. War ja Materia, da war ja was. Yeah. Buff. Buff. Der Kollege hat auch bald Limit. Der Kollege hat jetzt Limit. Ah, noch nicht.
Piu. Jetzt hat er Limit. Machen wir es mal so, dann kann ich mit dem noch aufsparen. So, ich glaube, ich werde gleich auch mal eine dritte Folge aufnehmen, damit ich hier auch dieses Schneegebiet schon mal abschließen kann, denn es ist ätzend und scheiße. Oh Gott, hier. Als ich kurz lang gelaufen bin, hatte ich schon Angst, dass ich gerade umkippe. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Nee, nicht wieder hier, sondern wir sind hier. Welcher Ort ist das? Es ist gut, dass ich auf einem Berggipfel bin, denn von hier aus müsste ich eigentlich andere Materie erreichen können. Oh Gott, ich flieg jetzt schon nicht mehr durch meine... Hä, ich habe hier doch eben so eine Übersicht gehabt. Wo ist die Übersicht denn? Achso, natürlich, ich bin doof. Ja, du beleidest dich jetzt so... Meine Zettel fliegen durch die Lüfte. So, ich bin hier richtig. Warte mal, sieht das Gebiet so aus, wo ich gerade bin? Nee, irgendwie nicht. Wo zur Hölle bin ich? Interessant, den Ort, wo ich bin, gibt es auf meiner Karte nicht. Das ist natürlich äußerst interessant. Naja. Dann machen wir es halt ohne. Wo kommen wir hier hin? Okay. Ah, Kämpfe! Hilfe! Ich will nicht mehr. Barret, ne? Ist es mal gut hier. Mit dem Dauersterben hier irgendwie. Mach den Kampf noch zu Ende, dann ist die Folge auch zu Ende. Dann reicht das mal hier. Bam, bam. Und noch einmal tiefer. Und dann dürfte er eigentlich auch Geschichte sein, richtig? Richtig. Ich will trotzdem gerne noch wissen, wo ich hier hinkomme. Achso, da kam ich gerade von hier. Nee, oder? Nee, Moment. Nee, das kam nicht aus der Richtung. Ich kam nicht aus der Richtung. Ach, okay. Warte mal, dann kann ich ja... Gott. Okay, ich war hier, hä? Achso, über einen anderen Weg, okay.